in die Zeitung. Hier hat es geheißen, wenn wir das Abo genommen haben. Um 7 Uhr liegt Ihre Zeitung vor der Tür. Ja, da hätten Sie aber andere Zeitungsfrau nehmen müssen, weil die unsere, das ist ein Verkauf. Na, endlich! Hoffentlich seien Sie nicht verletzt. Es ist
gerade noch mal gut gegangen. Weil wenn Sie wissen, wie laut mir das tut. Alles Gute kommt von oben. Ja, da hat ja die Wettervorhersage von heute ja direkt recht. Wieso? Ja, weil Sie gesagt haben, mit Niederschlägen ist heute zu rechnen. Also ich setze mir das nächste Mal einen Helm auf, wenn ich unter dem Balkon vorbeigehe. Weil ich bin ja so froh, dass Sie das alles so humorvoll nehmen. Naja, wenn ich grantig war, dann hat sich auch nichts zu ändern. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ein Glas Wasser vielleicht? Nein, danke. Also, ist das Zimmer noch frei? Mein Gott, Sie wollten zu mir wegen dem Zimmer. Man sagt doch, Scherben bringen Glück und habe ich Glück. Ja. Wirklich? Ja, die habe ich Glück. Meine Frau will zwar einen jungen Mann als Untermieter haben, aber wer zuerst kommt, der mal zuerst. Na, wenn es aber ihre Frau nicht recht ist. Ich bin der Herr im Haus. Ach so, keine Gleichberechtigung da. Habe ich mir damals geheiratet, haben wir das noch nicht gegeben. Also, darf ich jetzt bitte das Zimmer sehen? Ja, gern, Fräulein. Monika Reiner. Ja, bitte sehr. Bitte. Schauen Sie. Adam! Warum tust du denn nicht? Der ist ja gar nicht da. Na Gottes Willen, der wird nicht sein Umfang jeden Brust haben. Ja, ich kling ja schon. Guten Morgen. Guten Morgen, Sie wünschen. Ich komme wegen dem Zimmer. Achso, ja bitte, kann man es nehmen. Klaus Jäger, ist das Zimmer noch frei? Ja. Das ist mein Wissen, es ist gar nicht einfach, heutzutage ein scheiß Zimmer zu finden. Sind Sie von da? Ja, ich hab bis jetzt beim Papa gewohnt. Ah, beim Vater, ja, Sie. Der wird Sie aber doch nicht annehmen. Nein, das nicht. Ja, jetzt nehmen wir so meinen Platz. Danke. Ich möchte ja gar nicht neugierig sein, aber haben Sie einen Streit gehabt mit dem Vater? Nein, das auch nicht, aber... Ja, mein Gott, das kann ja vorkommen. Er möchte wieder heiraten. Und da ist Ihnen der Herr Sohn im Weg. Naja, Mandalay. Nein, ich kann einfach nicht verstehen, wie man das eigene Fleisch und Blut einfach vor die Tür setzen kann. Und mit der Stiefmutter da vertragen sein, aber nicht haben. Ich kenne sie ja nicht einmal. Er hat mich einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Frissvogel oder stirb? Ja, sie aber vielleicht ist die Frau ja ganz nett. Meine Mama ist erst vor einem halben Jahr gestorben. So schnell kann man dich den Menschen nicht vergessen. Um 15 Jahre ist sie jünger wie mein Vater und der Tochter bringt sie auch noch mit. Also ich ziehe ich aus. Konnte ich mir jetzt das Zimmer vielleicht auch anschauen? Selbstverständlich. Mein Mann wollte eigentlich lieber ein junges Mädchen vermieten, gell? Aber und da lass uns mir meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Keine Angst. Das, was ich sag, geschieht da in dem Haus. Also bitte schön, kennen wir sie. Danke. Und gefällt es ne? Das ist schön. So, und den Balkon da, den können Sie auch benutzen. Da können Sie sich noch Herzenslust sammeln. Sie sind ja richtig charmant, Herr Bauer. Und das wird auf die Mitte draufgeschlagen. Das kann ich mir ja gar nicht leisten. Ja, was kostet dann das Zimmer ohne Charme? Ja, wir hätten gemeint... Viel zu viel. Aha. Ja, dann sagen wir die Hälfte. Immer noch zu viel. Ich bin nämlich den ganzen Tag mit daheim. Und wenn ich dann abends hundsmüde von der Arbeit zurückkomme, dann fliege ich gleich ins Bett. Und das Wochenende bin ich bei meinen Freunden. Tja, dann müssen wir ja totalen Preissturz machen. 150 Euro. Die Wochen? Nein, im Monat. Monatsmiete. Eingeschlagen. Einverstanden. Ja, das ist ja wie ein Kurhandel. Sie sind verheiratet? Ich hab heiraten müssen. Au weh. Und Kinder haben es vielleicht auch schon. Ein strammen Buben. Ja. Dann wird leider nichts mit dem Zimmer. Wir haben nämlich an eine alleinstehende Person gedacht. Keine Angst. Mann und Kind, alles nur Chimäre. Haben Sie das schon lange? Nein. Ich wollte damit nur sagen, dass meine Familie nicht existiert. Frei erfunden sozusagen. Ja. Wozu soll das gut sein? Wissen Sie, mein Chef, der findet mich zu hübsch. Ja, das finde ich ja. Aber die Frau von meinem Chef, die hat lieber so eine austrocknete Hullerstaude an seiner Seite. Wissen Sie, ich bin nämlich sein Privatsekretär.
er ist und deswegen ziemlich viel mit ihm unterwegs. Oh, aber... Und deswegen habe ich für die ach so furchtbar eifersüchtige Ehefrau einen Mann und ein Kind erfinden müssen. Das ist echt ganz einfach, oder? Ja, total. Solange sie keinen Ausflug in die Lohnverrechnung machen und dort nachfragen, wie viele Kinderbeihilfe sie kriegen. Ach, du liebe Güte. Na, sie haben Ideen. Na, auf das bin ich ja gar nicht gekommen. Aber nein, das macht sie nicht. Wissen Sie, wenn sie jetzt kommt, dann sagt sie ihr, guten Morgen, liebe Frau Rainer. Und, wie geht es denn der Familie? Wie groß ist denn der kleine Mann schon? Haben Sie gesagt, er sind zwei geheiratet? Aber nein, sie meint mein Kind. Möchten Sie ein Foto für ihn sehen? Ein Foto haben Sie auch. Ist er nicht lieb? Na halt. Der schaut Ihnen ja wirklich hin. Das ist Ihr Bruder. Nein, das ist ein Babyfoto von mir. Und dann sagt sie noch, wer passt denn auf den Kleinen auf? Naja, die Omi. Und verdient denn Ihr Mann nicht genug, dass Sie bei den Kleinen zu Hause bleiben können? Wissen Sie, er ist mit dem Studium noch nicht fertig. Naja, ein Nebenjob hat er schon, sonst kann man mir mit dem Geld nicht aus. Und so geht es immer weiter. Es ist zwar etwas anstrengend, aber sie weiß mit festen Händen und gut. Also hoffentlich geht es weiterhin gut. Also ich kann es nicht mehr zu Ihrer Stelle Papa sagen, gell? Naja, gut. Jetzt fahre ich gerade mal schnell heim und hole meine Koffer, gell? Wo kriege ich denn gerade Taxi? Ha, ich zeig's Ihnen gleich um die Ecke. Ich geh mit. Nein, Sie sind wirklich so lieb, Herr Bauer. Ich lasse dann vom Taxifahrer zweimal hupen und dann helfen Sie mir meine Koffer dran, gell? Ja, Frau Sohn, wenn doch so eine junge, hübsche Mutter nicht den Koffer schleppen lassen. Wissen Sie, wichtig ist, dass die Gegend ruhig ist. Ich schlafe nämlich am Tag. Ach so? Ja, sind Sie dann während der Nacht gar nicht da? Nein, ich habe einen Job als Chauffeur. Aha. Ja, wie lange machen Sie denn das schon? Heute Abend fange ich an. Und was haben Sie vorher gearbeitet? Ja, beim Papa. Jäger, Obst und Gemüse, en gros. Jäger, Obst und Gemüse. Und nach so einem schönen Job möchten Sie aufgeben? Ich bin ja quasi in der Branche geblieben. Man kann nie wissen, was man bei der Konkurrenz alles lernt. Ich habe daheim sowieso nie selbstständig arbeiten dürfen. Alles hat er sich allein machen müssen. Gut, jetzt kann er sich alles allein machen. Ja. Hoffentlich bereuen Sie den Entschluss nicht einmal. Wissen Sie, es hat alles zwei Seiten und ich möchte nur mehr an die zweite Seite denken. Also, ich sehe schon, das Zimmer, das kriegen Sie, weil er muss mir schließlich unterhelfen. Ja, bis auf die Miete waren wir ja schon einig. Ja, eben. Deswegen ist ja mein Mann eigentlich da. Wissen Sie, es ist einfach kein Auskommen mehr mit dem Einkommen. Mein Mann hat nur eine kleine Rente und es langt einfach hinten und vorne nicht mehr. Ja, was haben Sie denn so vorgestellt? Ja. Mehr als 200 Euro können wir momentan nicht leisten. 200 Euro? Einverstanden. Ja, super, wissen Sie was? Ich zahle Ihnen gleich im Voraus. Eins, zwei, so. Dankeschön. Das ist ja wirklich ein ausgesprochen gutes Haus. Man hört voll aufs Wort. Ja, wohnen auch nur reizende Leute da. Ja. Ist der Mann da, Frau Bauer? Ich weiß gerade nicht, wo er ist im Moment, Herr Riedl. Dem werde ich helfen, mein unschuldiges Frau soll zu beleidigen. Oh, einer von den netten Ruhigen. Ja, dem werde ich helfen. Der kommt. Morgen, Herr Riedl. Morgen. Das ist der Herr Jäger, unser Untermieter. Ah, sehr erfreut. Riedl, Sie haben eine kräftige Stimme. Benutzen Sie die öfter. Der Not gehorchen, nicht dem eigenen Triebe. Nicht besser, Frau Bauer, Sie wissen ja, was tut man nicht alles um des lieben Friedens willen? Wissen Sie, dem Herrn Riedl, seine Frau ist nämlich... Ein Bies, ist es auch. Mann, das war etwas eigenwillig, wollte ich sagen. Danke, Frau Bauer, das haben Sie viel zu nett gesagt. Das ist es, es ist ein Kann ich Ihnen was anbieten, Herr Riedl? Nein, danke. Sind Sie in Geologie ein bisschen bewandert? Gesteinskunde, naja. Meine Frau hat Gallensteine, die ich mir verteifelt schwer im Da geht ja halt so ab und zu die Galle über. Gott, wer halt nun, da hat sie sich wieder mit meinem Mann angelegt. Und das Gras hat er und
lang. Ja, und noch da muss ich dann runtergehen, muss dann den Krawall machen, sonst kriege ich tagelang Verrührung. Ja, da wenn es mir aber lauert. Ja, ich tue mir schon selber an, das können Sie mir geben. So, ich muss jetzt aber gehen, ich bringe nachher noch meinen Koffer vorbei. Es freut mich wirklich, dass ich da wohnen darf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und alles Gute. Danke. Das ist aber nett, der Mensch. Ja, das bin ich auch. Mein Mann weiß es ja noch gar nicht, was wir schon damit haben. Wie ist er denn überhaupt? Der wird wahrscheinlich das junge Mädchen begleitet haben. Die hat den Blumentopf direkt auf den Kopf gekriegt. Schon, dass nicht mehr Aldi untergegangen ist. Der hat es auch nicht. Karl! Karl! Wenn der Kerl nicht da ist, dann kommst du sofort vor. Verstanden? Ja, Paula! Aber er kommt gerade bei der Tierheine. An dem werde ich was sagen. Karl, guten Morgen. Schon wieder eine Zigarre fällig? Hm? Morgen, Adam. Du musst mir wieder einen Gefallen sagen, gell? Schau, was ich mitgebracht habe. Ja, sag einmal, wo hast du das jetzt alles her? Heute gibt's was zu feiern. Ich habe eine Überraschung für dich. Und ich habe eine für dich. Na, heute hat sich deine Alte wieder was geleistet. Wir sitzen da gemütlich beim Frühstück und auf einmal pflegen uns die Bettfedern in den Kaffee. Jedes Mal lässt sie sich was anderes einfallen, nur damit sie uns ärgert. Das tut man ja so laut, aber trotzdem, du musst mir heute noch schon wieder. Jetzt reicht's mir aber bald. Die treibt's ja immer schlimmer. Wenn ich jetzt mal zum Kreuz kriechen muss, dann hätte der Spaß nie auf. Schirkel, jetzt sag ich da einmal. Nimm sie einmal her und stell sie zur Rede und fertig. Ja, soll ich mich auf meine alte Tag scheiden lassen? Sie hat ja einen guten Kern. Ja, die muss ich aber sehr dir vertrauen haben. Weißt, wenn du nicht mal frei fährst, ja. Ich werde schauen, dass sowas nicht mehr kommt. Aber heute bitte hilf mir mal. Na ja, okay. Also Adam, auf geht's. Na, willst du anfangen oder ich? Ja, fang gleich du. Na, Herr Redl, was gibt's denn schon wieder? Fragen Sie nicht so blöd! Aber einmal noch beleidigen Sie mich. Liebes Basel, aber dann... Na, können wir es mal nicht so. Sagen Sie lieber dem alten Hausdach, dass, wenn Sie noch einmal Ihre alten Hallen über unserem Frühstück rausstellen, dann lernen Sie mich aber kennen. Hören Sie, wir haben keine alten Hallen. Das kann mir ja nicht sagen, dass Sie hoch und nach sterben sollen. Der Ton macht mich halt nicht die Musik. Du, die Zigarre ist gut. Wo hast du denn die her? Wo ist das Geschenk von meiner Alten? Das schmeckt ihm aber kein wenig. Diesmal verklage ich Sie noch nicht, aber einmal noch beleidigen Sie mein armes Mauserl, aber dann erleben Sie was. Und wenn Sie noch einmal versuchen sollten, diesen reinen Engel einen Blumentopf raufzuwerfen und Sie leider nicht treffen, verzeihen! Was willst du mir nicht verzeihen? Dass ich sie nicht getroffen habe? Ha? Du weißt üben müssen. Na also gut, ich werde versuchen, mich nicht immer so hinreißen zu lassen. Zeit was? So, dann Schluss damit. Dankeschön, Adam. Ja, schon gut. So, jetzt hol ich wieder mal eine Weile Ruhe. Ja, ja. So. Kommen Sie es einmal zu dem Delfin. Ja, und wir. Herr Redl, darf ich Sie auf ein Glas Wein einladen? Nein, danke schön. Solange schon Zeit ist, muss ich das ausnutzen und zurück ins Revier gehen. Du, Karl, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, wie wir das machen. Die wird ja immer ärger, dein Paula. Ja, schau, sie ist cholerisch und wird auch so bleiben. Aber trotzdem, lustig ist das nicht mehr. Was soll's? Ich gehe jetzt mal auf. Also, danke schön für die Hilfe. Ja, ja, schon gut. Also der ist wirklich mal zum Erbarmen. So ein netter Mensch und hat auch so eine Furie als Frau. Also wenn der Karl nicht so nett war, glaubst du, dass ich das Theater sonst mitmachen darf? Sag, sitz dir mal her. Was glaubst du, was inzwischen geschehen ist? Bei dir? Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Da wirst du schauen. Und ich eine für dich. Da ist mir deine Überraschung gar nichts gegen die meinige.
Also, geht schon. Augen zu. Augen auf. Ja, brauchst du das Geld her? Dreimal darf ich schlafen. Ich habe das Zimmer vermietet. Was hast du? Das habt ihr das ist wirklich eine Überraschung, ja. Sie wäre narrisch, ja. Freust du gar nicht? Ja, wenn ich das noch kann, dann darf ich vor Freude an die Decken springen. Okay, Adam, so schaust du aber jetzt nicht aus. Jetzt sag schon deine Überraschung. Überraschung? Ja. Das ist inzwischen eine Sensation. Sensation? Ja, man kann auch Katastrophen sagen. Jetzt gerät schon, was los ist. Was los ist? Ich hab auch vermietet. Ja, sag einmal, spinnst du? Das machst du sofort rückgängig. Ich? Na, du machst es rückgängig. Warum ich? Ich hab zuerst vermietet, du machst rückgängig. Irrtum, gnädig schnell. Ich hab zuerst vermietet und außerdem hab ich die Miete auch schon. Ich auch. 200 Euro Monatsmiete. Und du? Den Zahl, das kannst du mir glauben. Wie viel? Ja, also mein Mieter kommt ja eigentlich nur zum Schlafen. Und von Freitagabend bis Montag ist sie überhaupt nicht da. Sie? Hast du jetzt gerade sie gesagt? Ja, weißt du, das ist das junge Mädel, an der der Blumentopf auf den Kopf gefallen ist. Sie ist eigentlich auf die Annoncen gekommen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wie viel? Hat sie denn zahlt? Ja, die zahlt, das muss man schon glauben. Wie viel? Und zum Wochenende steht ja dein Lieblingszimmer wieder zur Verfügung. Wie viel? Ja, 150 Euro. Ja, sag einmal, geht's dir nicht gut? Du machst es sofort rückgängig, kündigst hier und der junge Mann zieht gleich. Ja, kommt überhaupt nicht in Frage. So einer kennt man nicht einer. Ja, verflixt aber mal, habe ich in meiner eigenen Wohnung nichts mehr zu sagen. Geschaut. Das ist ja so ein netter junger Mann. Der muss daheim ausziehen, weil sein Vater wieder heiratet. Und deshalb wird er mir vor die Nase gesetzt. Nein! Mein Gott, Adam, schau, wir hatten fast keine Arbeit mit ihm. Er arbeitet bei der Nacht und schläft beim Tag. Ohne mich! Was hast du gesagt? Ja, er arbeitet bei der Nacht und schläft beim Tag. Sei ruhig! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich denke noch. Ja, das lass bleiben, weil das mit dir gut tut. Ich hab's. Jetzt hab ich's. Wir nehmen alle Bade. Ach so. Ja, bitte, wo soll denn dann sie schlafen? Bei dir vielleicht? Ja, da hätte ich ja gar nichts dagegen. Eva, denk einmal nach. Sie schlaft die Nacht und er am Tag. Na, klingelt endlich. Da sind die zwei sicherlich nicht einverstanden damit. Ja, das müssen die zwei ja gar nicht einmal wissen. Und wir hätten 350 Euro mehr im Monat. Mein Gott, Adam. Na, konnten wir es wieder einmal einen richtigen Urlaub reichen? Köpfchen, Eva, Köpfchen. Aber nein, das geht nicht. Was ist, wenn der eine für ihr Kind und der andere Sparte geht? Oh, das werden wir schon schaukeln. Und was ist, wenn man krank wird von den zwei? Bitte, wenn das bloß gut geht. Ja, das wird schon. Heiliger Antonius, hilf mir. Eva, das wird wieder einmal sein, der das Zimmer mitnimmt. Kind, geh auf und sag, wir sind bereits besetzt. Kind, pass auf. Ah, halt. Samstag, Sonntag waren noch frei. Also 20 Euro. So, Sie haben ein Zimmer an uns. Sparta aufgestanden. Ah, nee, Frau, bitte kommen Sie rein. Sie sind leider zu spät dran. Das ist aber dumm. Ich suche nämlich ein nettes Zimmer für meine Tochter. Schade. Ja, Bett gehabt. Ja, da lässt sich überhaupt nichts machen. Leider, wir haben das ja schon zweimal. Ich wollte damit sagen, wir hätten das schon bereits wieder zweimal vermieten können. Ja, wissen Sie, wir müssen morgen leider ausziehen, weil der neue Mieter früher kommt, als wir ausgemacht worden ist. Dann stehen Sie jetzt sozusagen auf der Straße. Nein, ich nicht, aber meine Tochter. Ich heirate und ziehe ins Haus meines Mannes. So. Ja, und Ihre Tochter kann da nicht einziehen? Ja, kommt sie schon. Also? Ja, sie hat sich's leider anders überlegt. Aber Zimmer waren ja genug da und eins ist sogar schon für sie hergekriegt. Ja, aber sie will leider nicht. Also,
Jetzt nehmen wir uns einmal Platz für die Schenkung. Ich möchte ja nicht neugierig sein, aber vertraut sich Ihre Tochter nicht mit Ihrem Mann. Tschüss. Helfen wir Ihnen vielleicht ein Glas? Ja, das war nett, ja. Eva King schenkt heim und das ist viele Fragen. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Wissen Sie, gegen meinen Mann hat meine Tochter Nixon, umso mehr gegen seinen Sohn. Der ist nämlich mit unserer Heirat überhaupt nicht einverstanden. Aha, Prost. Ja, so ein Fall kann ich auch. Ja, er glaubt nämlich, dass wir aufs Geld aus waren, ne? Und als ich das meiner Tochter erzählt habe, war es aus. Mit so einem will sie einfach nicht unter einem Dach wohnen. Auf so einem Bruder pfeift sie, hat sie gesagt. Ja, und so bin ich jetzt immer auf der Suche nach einem Zimmer für sie. Ja, das ist ja verständlich, dass sie da Wut hat. Man lässt sich ja nicht unbedingt eine Erbschleicherei nachsagen, oder? Ja, ich verstehe ja, dass für ihn ein bisschen schnell gegangen ist. Ich habe ihn ja überhaupt noch nie gesehen. Ja, und als ihm sein Vater dann erklärt hat, dass wir auch ohne seinen Segen heiraten werden, soll er gesagt haben, na gut, dann ziehe ich eben aus. Das ist ja allerhand. Ja. Ha, das ist für mich. Komme! Das ist mein Interim. Jetzt pass bloß auf, dass du nicht über die Stirn runterfliegst, gleich. Das ist ja fürchterlich. Ausziehen wieder. Ja, was sagt denn da Ihr Mann dazu? Ja, mein, der Herr Jäger meint, die Kinder werden sich schon drum wehnen. Jäger? Haben Sie jetzt gehört? Jäger gesagt? Ja, so heißt man ein Zukünftiger. Am Samstag heiraten wir. Obst und Gemüse? Am Gros, ja. Ja, was haben Sie denn? Warum sind Sie denn jetzt so erstaunt? Nein, ich meine, sind Sie schon kennengelernt. So, das ist unsere neue Mieterin. Na, gefällt Sie da? Grüß Gott, Frau Majostal. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, Monika, was tust denn du da? Ja, und was tust du da? Ja, ich bin auf der Suche nach einem Zimmer für ein junges Mädchen. Aber ich war leider zu spät drum. Sie kennen sie? Ja, das ist meine Tochter. Du Lehrerin. Wie bitte? Nein, ich meine nur, Sie sind uns natürlich recht herzlich willkommen. Wir sind ja. Herr Fräulein Monika, das hatten Sie jetzt auch nicht geglaubt, dass Sie da Ihre Mutter treffen. Ich glaube es ehrlich gesagt immer noch nicht. Aber komm jetzt, Mama, ich zeig dir schnell mein Zimmer. Ich muss ins Ja. Ja, geh her. Mensch, nicht auch einen Traum. So, mein Lehrer. Und jetzt sitzen wir zusammen. Wieso? Es läuft ja alles wie am Schnürchen. Ah ja, dann spitz jetzt einmal deine Ohren. Der junge Jäger, mein Untermieter, der junge Jäger, ist der Sohn vom alten Jäger, der am Samstag die Mutter von deiner Untermieterin heiraten wird. Noch einmal, was? Die Mutter von deiner Untermieterin heiratet am Samstag den Vater von meinem Untermieter. Ja und? Ja, sogar mit Kapier stellst du das nicht. Nein. Gott, das gibt eine Katastrophe, wenn sie die zwei sehen und draufkommen, weil sie sind. Wieso denn? Die kriegen sich hier gar nicht zum Sehen. Oh doch, mein Lieber. Weil er wird gleich da sein mit seinem Koffer. Oh, ist schon da. Er ist schon da. So, mein lieber Adi. Und jetzt schaust, wie die du da rauswutzelst, gell? Ja, wo rennst du denn hin? Was soll ich denn machen? Köpfchen, Adam, Köpfchen. Ja, Leute, nur zu gut. Jetzt wird aber aufdringlich. Ja, merkst du nicht, dass niemand daheim ist? Da. Jetzt SOS, jetzt muss der auch noch. Herr Bauer, es hat geleitet. Das war nur der Milchmann. Sie hören es schon wieder? Ja. Ach so, Sie wollen nicht aufmachen. Das
das wird bestimmt wieder einmal der Sender, das Zimmer haben will. Oder ein Vertreter. Was weiß ich. Na, es muss schon was Dringendes sein, wenn der so ausdauernd ist. Also, ich bad lieber aufmachen. Ja, wenn's glauben. Ja, bitte. Sind Sie der Herr Bauer? Ja. Ihr Frau hat einen Sicherheitsschaden. Sie sind bestimmt der Mann, der uns den einen Staubsauger vorführen will. Das ist ja sehr nett von Ihnen, dass Sie uns umsonst die Zimmer saugen. Aber entschuldigen Sie uns einen Augenblick, meine Damen. Ich wollte doch noch mal. Ja, das ist ja sehr schön, dass der Apparat da drinnen ist. Ja. Und dann können Sie gleich in dem Zimmer da anfangen, da war es auch nicht gleich. Wir können nur auf Raten zahlen. Herr Bauer, jetzt rufen Sie mir mal zu. Also aufdrängen lassen wir gar nichts. Zuerst will ich sehen, ob der funktioniert. Der Kaffee, ich kann es ihm sagen, nicht, weil nichts ist verdeckt. Herr Bauer, ich bin nicht der. Sag's doch, junger Mann, sag's noch. Ich heiß. Das macht gar nichts. Was sind schon Namen? Sie kommen von Elektromax und das genügt. So, und jetzt abwachsen Sie singen, dass ich bis jetzt. Gut, was, gell? Ein Vertreter soll man gar nicht erst zu Wort kommen lassen. Also, mir hat eigentlich schon ein bisschen Leute und Sie haben mich nicht einmal zu Wort kommen lassen, so wie Sie denn drüber gefahren sind. Nein, ich wollte gleich sagen, dass er mir auch gut gefallen hat. Also, Mama, nein, was du aber hast, so können wir es nicht gern. Ich hab's eigentlich. Wiederschauen, Herr Bauer. Wiederschauen, Frau. Ja. Wiederschauen. Es freut mich sehr, dass ich Sie kennengelernt habe, gell? Und passen Sie mal ja gut auf meine Tochter auf, gell? Sie können sich auf mich verlassen, meine Frau. Hat mich sehr gefreut. Bis Wiederschauen. Jetzt allein haben Sie jetzt ein bisschen Zeit für mich. Ja, freilich, die Luft ist rein. Da denke ich auch. Sie haben mich verwechselt, Herr Bauer. Ich bin der neue Untermieter. Nein! Ja, warum haben Sie das nicht schon längst gesagt? Ich hätte ja keine Chance nicht gegen Sie. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Ich habe gehört, Sie wollten damit Ihren neuen Schraubsauger sauber machen. Ich heiße Klaus Jäger. Na dann. Willkommen, Herr Jäger. Wie sagt man da gleich? Ah ja, Weidmannseil. Ja, Weidmannsdank.